Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 558. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute aus Immanuel Kant vor, Kritik der reinen Vernunft. Nähert sich dem Ende zu, aber dauert noch ein bisschen. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, heute geht's weiter mit meinem Reisebericht unserer England-Reise. Ich hatte gedacht, ich schaffe das in 3 Episoden, London, Cornwall, Oxford. Das sieht nicht so aus. Hab in der letzten Episode gerade mal die ersten 3 Tage geschafft von London und heute folgen also die nächsten 3 Tage London. Mal sehen, wie viele weitere Episoden es da gibt. Bevor ich da aber einsteige, gibt es einen Haltungsblock. Den könnt ihr überspringen, wenn ihr möchtet, wenn ihr einen Podcast-Player mit Kapitelmarken habt. Wenn nicht, müsst ihr einfach irgendwie so grob 10 Minuten vorspringen. Müsst ihr selber wissen. Denn es gibt einen Grund, warum diese Episode nicht am Dienstag erscheint. Normalerweise wäre der Erscheinungstermin für diese Episode am Dienstag, dem, was haben wir denn da, 3. September gewesen. Übrigens an dieser Stelle gleich auch mal Entschuldigung für die letzte Episode, die hätte am 20. August erscheinen sollen, ist dann erst am 21. August in eure Feeds gekommen. Ich habe das Veröffentlichungsdatum zumindest im Feed zurückgesetzt auf den 20., aber ich hoffe, es sind alle Episoden gut angekommen. Da habe ich einfach verpennt. Da war ich irgendwie gerade wieder zurück aus New York und mit den Katzen hier und irgendwie war alles durcheinander, deswegen habe ich es vergessen. Egal, diese Episode erscheint auch nicht am Dienstag, sondern erscheint am Samstag, dem 31. August. Und der Grund dafür ist der Sonntag, der 1. September. Da sollt ihr diese Episode schon gehört haben können, denn am Sonntag, dem 1. September, sind Wahlen in 2 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, und zwar in Thüringen und in Sachsen. So, und mir ist es wichtig, dass ihr da nochmal meine Haltung hört. Ich weiß, dass ihr sie alle kennt. Es muss euch aber auch bewusst sein, was ihr machen könnt. Denn in diesen beiden Bundesländern ist die große Gefahr, dass die AfD die stärkste Partei wird. Bei demokratischen Wahlen wird eine undemokratische Partei zur stärksten Kraft. Das ist schrecklich und eine Gefahr für euch. Und ich weiß, dass alle, die AfD wählen wollen, das sowieso tun. Viele Menschen scheinen da irgendwie davon überzeugt zu sein, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Ich halte es für eine sehr schlechte Idee. Eure Freiheit ist in Gefahr. Also die Freiheit der Menschen in diesen Bundesländern ist in Gefahr. Und da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Ich wollte nur mal sagen, diese Nachricht ist an alle, die noch nicht so ganz sicher sind, ob sie nicht vielleicht irgendwie den Großen in Berlin eins auswischen wollen oder so. Oder die vielleicht, so ist ja eh egal, sind eh alle doof oder so. Oder die vielleicht auch gar nicht wählen wollen. Denn gar nicht wählen stärkt nur die Extremen. Denn die Extremen können immer ihre Leute gut motivieren. Alle, die extrem sind, gehen sowieso zur Wahl. So, und jetzt stellt euch mal vor, ganz einfache Rechnung. Es gibt 100 Menschen. Also wir tun einfach mal so, als gäbe es nur 100 Menschen. Kann man ja hochskalieren. So. Und es gibt da vielleicht 25 Extreme. Das ist schon irgendwie ganz schön viel. Ne? Aber von 100 Menschen sind vielleicht 25 Extreme, die gehen sowieso zur Wahl. Wenn jetzt von allen anderen auch nur 25 zur Wahl gehen und dann irgendwie nicht extreme Parteien wählen, dann bekommt die extreme Partei 50%, weil sie 50% aller abgegebenen Stimmen für sich bekommen. 25 von 50 abgegebenen Stimmen ist 50% der abgegebenen Stimmen. Und alle, die nicht wählen gegangen sind, akzeptieren das einfach, dass diese extreme Partei 50% bekommt. So, wenn jetzt aber alle 100 wählen gegangen wären, was natürlich auch, also es sind alle so Extrembeispiele, aber stellt euch vor, alle 100 gehen wählen und nur die 25 Extremen wählen halt ihre extreme Partei, dann hat diese extreme Partei eben nicht 50%, sondern nur 25%. Und das ist deutlich ungefährlicher. Hat nicht mal ein Drittel der Stimmen und kann nicht mal irgendwie Verfassungsänderungen blockieren oder so. Das wäre schon ziemlich gut. So, jetzt sind die Zahlen natürlich nicht so, wie ich sie genannt habe. Es soll nur euch helfen zu verstehen, nicht wählen ist gefährlich. Nicht wählen bringt euch
in die Gefahr, Freiheit zu verlieren. Wenn ihr genauer wissen wollt, was in Thüringen alles passieren könnte, wenn die AfD an die Macht kommt, dann hört euch den Podcast an aus dem Hause Haus 1. Da heißt Thüringen 2024, was wäre wenn? Ist von der BPB, Bundeszentrale für politische Bildung und eben Haus 1 mit dem Verfassungsblock zusammengeschrieben. Und die haben mal so ein bisschen analysiert, was ist denn die Gefahr? Was wäre denn so schlimm, wenn da mal so eine autokratische Populistenpartei wie die AfD an die Macht kommen könnte? Und in Klammern BSW, also diese Sarah-Wagenknecht-Partei, ist nicht viel besser. Die ist nämlich auch sehr populistisch und hat auch sehr autoritäre Züge. So, und das ist schon ziemlich beängstigend, weil da sind viele Bereiche der Freiheit in Gefahr. Und jetzt möchte ich euch neben dem Thüringen 2024 Podcast noch einen weiteren Podcast empfehlen, zumindest eine Episode von radiomono.net. Ich bin darauf gestoßen über Methodisch Inkorrekt. Da hat Nikolaus Wörl davon erzählt, dass er da zu Gast war. Die machen das jedes Jahr. Martin Rützler macht das Radio Mono. Und der lädt immer Nikolaus Wörl und Lars Naber von Auf Distanz, mein Lieblingsastronomie-Podcast, die lädt er immer ein, wenn die MS Wissenschaft anlegt. Die MS Wissenschaft ist ein Schiff, auf dem eine Ausstellung stattfindet mit jährlich wechselnden Themen. Und dieses Jahr ist das Thema Freiheit. Leider sind sie in Hamburg schon durch, sonst wäre ich da irgendwie gerne hingegangen. Ich habe das irgendwie verpennt. Die fahren gerade irgendwie den Rhein hoch und kommen dann irgendwie noch an die Donau. Ich weiß es nicht genau. Müsst ihr mal bei MS Wissenschaft, müsst ihr es mal googeln und rausfinden, wo die gerade sind. Aber bei radiomono.net findet ihr Episode 65 von Radio Mono, MS Wissenschaft 2024, Freiheit. Hört euch das mal an. Das ist nämlich sehr interessant, was alles zum Thema Freiheit gehört. Denn Freiheit ist nicht nur nicht eingesperrt sein. Das ist irgendwie das Erste, was einem in den Kopf kommt. Freiheit, ja, wenn ich eingesperrt bin, dann bin ich halt nicht frei. Wenn man da ein bisschen weiter denkt, kommt man vielleicht noch auf Unterdrückung. Also Sklaven sind halt nicht immer eingesperrt gewesen oder immer noch. Müssen manchmal auch draußen aufs Feld und irgendwie arbeiten. Aber sie sind halt nicht frei. Sie haben keine freie Entscheidung über sich. So, und dann gibt es natürlich noch sowas wie Meinungsfreiheit. Darf ich eigentlich meine Meinung frei äußern? In Klammern ja, in Deutschland darf man seine Meinung frei äußern. Man darf halt nicht erwarten, dass man für diese Meinung immer Applaus bekommt. Manchmal bekommt man sogar Kritik für eine Meinung, aber das muss eben auch dann in Ordnung sein. Was man nicht äußern darf, sind bewusste Lügen. Also wenn einem das, wenn es keine Meinung ist, sondern ein Fakt, das man äußert, wo allgemein bekannt ist, dass das Gegenteil der Fall ist, dann ist das eine Lüge, eine bewusste Lüge. Das sollte man vielleicht lieber nicht tun. Und natürlich darf man keine Holocaust-Leugnung betreiben oder Menschen irgendwie direkt bedrohen, also so eine Meinung äußern, wie ich finde, der und der sollte erschossen werden, ist halt keine gültige Meinung. Es gibt also Einschränkungen in der Meinungsfreiheit vollkommen zu Recht, weil eben nicht alles eine Meinung ist. Und weil eben auch nicht alles Platz hat in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So, und da ist man aber noch gar nicht am Ende. Das Thema Freiheit hat noch viel mehr Aspekte. Zum Beispiel gehört für mich zur Freiheit ganz klar mit dazu, dass man Freiheit hat, Informationen zu bekommen. Also ein freier Journalismus, eine freie Medienkultur gehört für mich ganz klar mit dazu, dass Reporter an Informationen rankommen können, dass sie Sachen veröffentlichen können. Und das ist eine Freiheit, die von autokratischen Parteien immer als erstes mit eingeschränkt wird. Und wenn man keinen Zugang mehr zu Informationen hat, sondern nur noch quasi staatskontrollierte Informationen bekommt, so wie das in Russland oder wie das vielleicht auch in Ungarn der Fall ist, wie das in Polen beinahe passiert wäre, dann gibt es halt keine Freiheit mehr. Da kann man seine freie Meinung gar nicht mehr bilden, weil man zum Bilden einer freien Meinung eben auch freie Informationen braucht. Und das ist ganz gefährlich. Und das geht schon in der Schule los, denn ihr macht Landtagswahlen. Stellt euch nicht vor, dass das irgendwie unwichtig wäre, was ihr da wählt. Das sind Landtage, die haben Entscheidungsgewalt nicht über alles, nicht über Bundespolitik, aber eben über Landespolitik. Und unter anderem Medienpolitik ist halt auch zum Teil Landespolitik, wenn dann die Landessendeanstalten irgendwie eingeschränkt werden, ist das schon mal schlecht. Und was auch Landespolitik ist, ist Schulpolitik.
Und da könnte natürlich eine autokratische Landesregierung auch die Lehrpläne ändern und vielleicht mal ganz anders auf sowas wie das Dritte Reich schauen. So, und dann geht das 5 Jahre. Wenn man Pech hat, geht es 5 Jahre. Wenn man noch viel mehr Pech hat, geht es noch länger. Und schon hat man eine Generation von jungen Menschen, die einfach nicht wissen, was im Dritten Reich passiert ist. Ich halte es aber für sehr wichtig, dass man das weiß. So, um diese Freiheit geht es am Sonntag. Geht bitte alle wählen. Wenn ihr denkt, es gibt eh keine gute Option, macht den Wahl-O-Maten und sucht einfach die Partei aus, die immer noch am besten zu euch passt. Keine Partei wird zu 100% zu euch passen. Man ist nie hundertprozentig glücklich mit seiner Wahlentscheidung. Das war ich übrigens auch nie. Ich wähle ja relativ oft die Grünen, weil es einfach das geringste Übel ist. Ich halte es immer noch für ein Übel. Es gibt immer noch ganz viele schlechte Politiker bei den Grünen. Trotzdem ist mir das tausendmal lieber, als von Autokraten regiert zu werden. Deswegen gehe ich zu jeder Wahl, zu der ich hin darf. Einfach nur, damit ich auch das nächste Mal wieder wählen darf und mich wieder neu entscheiden kann, wen ich denn wählen möchte. Insofern ganz großer Aufruf. Schützt eure persönliche Freiheit, geht zur Wahl und wählt etwas nicht verfassungsfeindliches, nicht antidemokratisches. Dankeschön. So, so viel zum Haltungsblock. Wir kommen zurück zum Reisebericht. Und ich hatte ja ein Fotoalbum veröffentlicht. Es gibt ein neues Fotoalbum. Ich habe jetzt zu jeder Episode ein Fotoalbum. Dieses neue Fotoalbum hat 80 Bilder. Ich bin mal gespannt, ob ich wirklich eine Stunde damit füllen kann. Oder, nee, eine Stunde muss ich ja gar nicht füllen. Halbe, dreiviertel Stunde habe ich ja immer in meinem Inhaltsblock und danach lese ich den noch vor. Und wir sind in London und wir sind angekommen am, welcher Tag ist das? Am Mittwoch. Ne, ich hatte erzählt, am Sonntag Anreise mit EM-Finale in einer Kneipe und Sky kostenlos im Stray Kids Konzert im Hyde Park. Am Montag war ich laufen und wir sind ganz viel rumgelaufen durch die ganze Stadt und waren am Ende in einem K-Pop-Restaurant. Am Dienstag waren wir shoppen im Orc's Nest und bei Doc Martens, haben Mittag gegessen bei BrewDog, haben uns ein Shakespeare-Theaterstück angeschaut und mit dem Bus gefahren und waren am Abend noch beim leckersten Inder, den wir finden konnten, bei Dishoom und auf dem Dach vom Adobe-Gebäude. Also es gibt kein Adobe-Gebäude in London, aber da, wo das Adobe-Büro drin ist in Shoreditch, konnten wir aufs Dach und runterschauen und haben dann noch den großen Spaziergang über die Tower Bridge gemacht, einen fantastischen Sonnenuntergang gesehen. Jetzt ist Mittwoch, der 17. Juli 2024, und wir haben wieder zwei große Dinge auf dem Programm, nämlich das Natural History Museum und abends Hamilton. Aber fangen wir beim Natural History Museum an. Ja, da geht's auch los im Fotoalbum. Ihr findet den Link zu diesem Fotoalbum auf der Webseite zu dieser Episode, mik.fm, also Martha-Ida-Konrad.Friedrich-Martha oder Freddie Mercury. Ich sollte eigentlich immer Martha-Ida-Konrad.Freddie-Mercury sagen, wenn ich meine Domain buchstabiere. Zumindest Schrägstrich EP558, also Einschlafen-Podcast 558. Das ist der Kurzlink zu dieser Episode und da findet ihr dann den Link zu dieser Episode mit 80 Bildern aus London. Und das erste ist gleich ein Bild vom Natural History Museum. Da sind wir schon, als wir angekommen sind am Sonntag, sind wir dann vorbeigefahren. Es ist einfach auch von außen ein äußerst beeindruckendes Museum. Das sieht so, es ist wie so eine Kirche. Gotisch ist es nicht, weil es diese runden Bögen hat. Ich weiß gar nicht, was das für ein Bau ist, wann das gebaut worden ist. Ich wusste das mal, denn es gibt ein Hörbuch, das ich selber ganz gerne höre zum Einschlafen. Und zwar ist das von Bill Bryson. Das heißt, eine kurze Geschichte von fast allem. Und als Hörbuch ist es vorgelesen von Oliver Rohrbeck, also Justus Jonas. Und ich mag das total gerne hören. Also das ist ein populärwissenschaftliches Buch, ein Fachbuch, aber halt eben nicht trocken und nüchtern geschrieben, sondern sehr nett und lustig und unterhaltsam. Und in diesem Buch geht es auch um die Entdeckung der
Wie heißt es? Also die Geschichte dessen, eigentlich so die Wissenschaftsgeschichte, die Geschichte dessen, wie die Menschheit rausgefunden hat, wie alt eigentlich die Erde ist, und was passiert ist, bevor wir Menschen aufgeschrieben haben, was so passiert. Das ist, und das wird halt anhand von Dinosaurierknochen und dann Charles Darwin, der dann die Evolutionstheorie formuliert und dann eben auch, wie dieses Museum entstanden ist, dass halt Leute, die alte Knochen gefunden haben, gesagt haben, die müssen jetzt irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, damit auch alle sehen können, ja, es gibt Dinosaurierknochen und damit alle erfahren können, was die rausgefunden haben. Und dafür dann halt dieses Museum. Es ist ein wirklich schönes Buch zum Einschlafen, weil es ist nicht so schlimm, wenn man irgendwas verpasst. Man kann zurückspulen, irgendwo wieder einsteigen. Das ist fast so gut wie der Einschlafen-Podcast, würde ich mal sagen. Also wenn ihr mal gerade keine aktuelle Episode Einschlafen-Podcast habt oder einfach mal Lust auf was anderes, hört da gerne rein. Ich kriege kein Geld von Audible für diese Werbung. Könnt das Hörbuch natürlich auch einfach auf CD kaufen. Oder wie auch immer. Oder das Buch lesen, das ist bestimmt auch schön. Genau. So, aber an dieses Hörbuch habe ich halt gedacht, als wir dort waren. Ich hatte meine ZF dabei, Nikon ZF, mit dem Umschalter auf Schwarz-Weiß. Allerdings hatte ich das noch auf JPEG gestellt. Das heißt, dieses Bild, das erste, also ich bin immer noch beim ersten Bild, ist halt direkt ein JPEG aus meiner Kamera. Ich habe gar nichts weiter gedreht. Doch ein bisschen. Ein bisschen habe ich noch weiter gedreht, irgendwie an den Reglern in Lightroom. Aber ich kann es halt gar nicht mehr auf Farbe stellen, weil ich in der Kamera, also an der Kamera, den Schalter auf Schwarz-Weiß gestellt hatte und als JPEG gespeichert habe. Das heißt, die Farbinformation ist auch weg. Macht aber gar nichts. Ich finde, dieses Bild funktioniert sehr, sehr gut in Schwarz-Weiß mit den schönen Kontrasten. Ich glaube, ich hatte einen Grünfilter. Weil der Himmel ist halt sehr dunkel im Vergleich zu den Wolken. Es gibt einen sehr, sehr schönen Kontrast. Und ja, genau, die zwei Türme hier am Eingang zum kirchenartigen Museum. Das nächste Bild ist, glaube ich, mit dem iPhone aufgenommen, wenn ich ehrlich bin. Oder? Ja, genau, habe ich mit dem iPhone auf Weitwinkel gestellt. Also 0,5-fach sozusagen Ultraweitwinkel auf dem iPhone, um möglichst viel von der Fassade. Es ist leider nicht viel Platz, sondern es ist natürlich auch noch wieder viel abgeschränkt, gesperrt. Direkt hinter mir war die Straße. Und mit dem iPhone habe ich natürlich in Farbe gemacht, ne? Ich könnte es natürlich jetzt mal eben auch umstellen auf Schwarz-Weiß. Aber hier Live-Bearbeitung ist natürlich auch blöd. Mach doch mal. Wie sieht denn das in Schwarz-Weiß aus? Ach nee, das geht auch in Farbe. Wobei, Schwarz-Weiß ist ganz geil. Ich mache ein paar mehr Kontraste. Jo, iPhone macht eigentlich auch ganz geile Bilder. So, also auch in Schwarz-Weiß. Das ist quasi frontal direkt drauf zu. Ich mag immer diese Absperrgitter nicht, aber ich war jetzt irgendwie auch nicht. Ich könnte das nochmal eben wegkroppen. Also unten im Bild ist ein Absperrgitter. Stellt euch das vor. Die Treppe geht halt nochmal doppelt so weit. Egal, jetzt haben wir hier ein schönes Live-Editing-Event. So sieht es eigentlich wirklich viel geiler aus. Ja, genau. Man sieht ein paar Leute, die rein und raus gehen, aber man sieht nicht, wie viele Leute insgesamt da waren. Es war relativ voll, aber nicht allzu voll. Wir hatten unsere Karten vorbestellt und das sollte man auch tun, wenn man da rein will, wenn man direkt vor Ort Karten kaufen will, dann kann es halt sein, dass es gar keine mehr gibt oder dass man sehr lange warten muss, um rein zu dürfen. Und wir hatten halt den Zeitslot gebucht. So, nächstes Bild ist wieder eine Nahaufnahme vom Haupteingang mit der richtigen Kamera und dann sind wir schon drin. So, und dann sieht man schon den ersten Dinosaurier, gesponsert von der Milner Family und ein kleiner Junge, der ihn anguckt, den habe ich nicht wegretuschiert, weil ich das einfach total cool fand, wie dieser Junge oder Mädchen, Diggit steht auf seinem T-Shirt, wo er einen Bagger drauf hat, wie der mit großen Augen und so ein bisschen ängstlich, erschrocken, erstaunt, ich weiß nicht, schaute sich dieses Skelett an von einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Dinosaurier ist. Steht hier leider nicht mehr drauf. The Dinosaur Wonder Bay. Community supported by the Milner Family. Ich habe keine Ahnung von Dinosauriern. Also ein Tyrannosaurus Rex ist es nicht, der hätte größere Zähne. Von der Haltung her geht das schon in die Richtung. Also er geht auf seinen beiden Hinterbeinen und mit den
viel zu kurzen Händen könnte er sich wahrscheinlich ziemlich schlecht die Zähne putzen. Zum Glück hat dieser nicht so viele Zähne. Ist das ein Tyrannosaurus? Nein, der ist kleiner als ein Tyrannosaurus. Das Tyrannosaurus-Skelett ist auch weiter hinten. Ja, und das nächste Foto ist dann wieder mit dem iPhone aufgenommen im Weitwinkel. Nee, stimmt gar nicht. 40 mm Nikon ZF. Sieht aber aus wie Weitwinkel. Das ist einfach eine riesengroße Halle. Die Halle heißt Hinze Halle. Ich weiß gar nicht genau, wer Herr Hinze war. Gibt's aber auch jede Menge Informationen zu der Geschichte. Ihr könnt auch mal den Wikipedia-Artikel zum Natural History Museum in London durchlesen. Da steht dann auch drin, was das alles ist. Also ob das irgendwie jetzt tatsächlich gut, nee, ich glaube, es ist eher Romanik oder so. Ich weiß das nicht. Halt ein tolles Gebäude, allein schon diese Halle ist halt toll. Und in dieser Haupthalle, in der Eingangshalle, die an sich schon wunderschön gestaltet ist mit Deckenmalereien und noch ein Löcher, hängt halt ein Blau-Weiß-Skelett. Also oben unter der Decke, also quasi mitten im Raum. Man geht unter diesem Blau-Weiß-Skelett durch und es ist einfach unfassbar groß. Also Blauwale sind halt groß und das ist wirklich beeindruckend, unter diesem Skelett durchzugehen und sich diesen Blauwal anzuschauen. Wunderschön. Ja, es gab eine Sonderausstellung. Die nächsten Fotos sind alle von Vögeln. Das ist eine Sonderausstellung. Birds hieß die ganz einfach Vögel, wo halt ganz viele Vögel ausgestellt waren unter Zusammenhang zwischen Vögeln und Dinosaurier. Wie ihr alle wisst, sind Vögel ja die einzigen Dinosaurier, die überlebt haben. Also es gab Flugsaurier, es sind keine Dinosaurier, ne? Dinosaurier ist was Bestimmtes. So, und es gab halt fliegende Saurier und das waren die einzigen Saurier, die überlebt haben und die Vögel sind halt die Nachkommen. Davon wurde halt ganz viel gezeigt und ganz viel Wissen wert ist über Vögel. Also diese Sonderausstellung hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ja viele Museen, wo die Sonderausstellung so ein bisschen, naja, ist, kann man sich auch sparen. Ich weiß noch, dass mich mal in San Francisco in diesem einen Kunstmuseum da im Golden Gate Park war, wo dieses wunderschöne Bild mit dem Blue Whale hängt. Und dann ist dann nicht Whale. Lustig. Also Blue Whale heißt, ist ja eigentlich für Blauwal und Blue Whale mit V-E-I-L ist der blaue Schleier. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Das ist ein schöner Zusammenhang. Blue Whale in San Francisco und Blue Whale in London. Genau. Dieses Blue Whale Bild, wo ein Druck jetzt in meinem Büro steht. Ich sehe ihn, ist eigentlich direkt vor mir quasi. Ich schaue irgendwie auf dieses Bild. Da war eine Sonderausstellung irgendwas zu Ägypten, als ich das letzte Mal dort war, und die war richtig schlecht. Also manchmal kann man sich die Sonderausstellung sparen. Ich habe den Eindruck, dass die das in London ganz gut machen. Das war eine sehr schöne Sonderausstellung. So. Aber danach haben wir uns getrennt. Die Familie ist dann allein dadurch gestiefelt. Und das finde ich immer ganz gut. Wenn man mit mehreren Leuten im Museum ist, kann man entweder gemeinsam durchgehen und gemeinsam staunen und ein paar Worte wechseln. Das ist auch schön. Ehrlich gesagt finde ich es noch schöner, wenn jeder in seinem eigenen Tempo gehen kann. Man muss dann keine Rücksicht nehmen auf die Geschwindigkeit der anderen, sondern kann einfach in seiner eigenen Geschwindigkeit dahin gehen, wo man gerne Zeit verbringen möchte. Man kann eh nicht die gleiche, also ich verbringe nicht bei jedem Ausstellungsstück die gleiche Zeit. Ich lese nicht jeden Text, sondern ich gehe halt da durch und manchmal bekommt mich etwas, kriegt mich etwas und dann bleibe ich länger stehen, mache ich vielleicht ein Foto oder lese mir einen Text durch und genieße einfach dort. Und dann gehe ich wieder weiter und andere Sachen, die halt für andere Leute toll und beeindruckend sind, da gehe ich dann irgendwie dran vorbei. Ja, mein erster Gang war tatsächlich nach oben. In dieser Hinze Hall gibt's oben Galerien und man kommt von dort aus dann eben in andere Ausstellungen und so, andere Räume. Und ich wollte erstmal nochmal diesen Blauwal von oben sehen. Das erste Bild ist also dann so eine Gesamtübersicht, wieder ein iPhone-Foto. Auch wieder mit Ultraweit, damit man möglichst viel auch von dieser Halle sieht. Danach wieder mit der ZF in Schwarz-Weiß schön die Decke fotografiert. Sehr sinnvoll. Ich habe auch ein Schwarz-Weiß-Foto, das gleich noch kommt, wo ich mich sehr ärgere. Und einmal den Kopf quasi in der Aufnahme. Und den Hals. Ach ja. So, das Bild TZF 0380 JPEG kommt nach den ganzen Skelettfotos von Blauwal.
zeigt ein Baum. Und da ärgert mich, dass ich da nicht auf Farbe gestellt habe oder dass ich nicht in RAW fotografiert habe, sodass ich hinterher noch auf Farbe umstellen konnte. Denn das ist die Decke in dem Treasury-Raum oder so. Der ist quasi ganz hinten, wenn man durch die Hinze Hall ganz durchgeht und dann hinten quasi im ersten Stock, da sind so die größten Schätze von vom Museum, sagen sie zumindest. Und da sind ein paar wirklich sehr, sehr schöne Exponate. Und die Decke hat mir besonders gefallen. Also bestimmt nicht viele verstanden, warum ich besonders die Decke so toll fand. Das ist auch ein Kunstwerk an sich. Also diese Decke sieht erstmal irgendwie, sind so rechteckige Platten. Die mittlere Reihe, also große rechteckige Platten, die mittlere Reihe ist dann quasi senkrecht und die links und rechts sind noch zwei Reihen, die sind so gekippt. Das heißt, man wird so ein bisschen umarmt von der Decke. Und dann ist da ein Baum. Man kann es jetzt leider nicht so gut erkennen, aber das ist kein gemalter Baum, sondern es ist eine ganz dünne Scheibe Holz. Es gibt auch Info zu diesem Kunstwerk. Steht da irgendwo dann an der Wand. Oder es gibt einen Film, glaube ich, wie das hergestellt worden ist. Also eine Künstlerin hat sich gedacht, ich möchte die Decke gestalten mit einem Baum in Ehrung von Charles Darwin und seiner Evolutionstheorie, die ja auch häufig als Baum dargestellt wird. Also Ursprungszelle und dann spalten sich halt ganz viele Arme von irgendwelchen anderen Arten und Rassen und sonst wie was ab. Am Anfang waren wir alle, haben wir alle einen Einzeller als Vorfahr. Genau, und diese Inspiration vom Evolutionsbaum hat diese Künstlerin genommen, um einen Baum an die Decke zu kleben. Es muss geklebt sein, also geschraubt ist es sicherlich nicht. Man sieht nirgendwo Schrauben, man sieht einfach nur diese schöne Maserung von dem Baum. Teilweise natürlich zusammengesetzt, das ist nicht ein Stück oder so. Aber sieht wirklich sehr schön aus und ich fand die Idee auch so toll. Ich ärgere mich, dass ich das in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Naja, das nächste Bild ist Charles Darwin. Der sitzt dann quasi vor diesem Raum. Man sieht auch auf der, wenn man nochmal zurückgeht auf das Übersichtsbild. Nee, da sieht man nicht, weil da der Blauwal davor ist. Man sieht ihn tatsächlich nicht auf meinen Übersichtsbildern. Vielleicht später nochmal. Also bisher hat man ihn noch nicht gesehen. Der sitzt aber auf dem Treppenaufgang zu diesem Raum, sitzt eine Charles Darwin Figur und wacht quasi über die Hinze Hall. Es gibt auch ein Selfie von mir mit Charles Darwin. Ich habe da mein schönes Biffy fucking Clyro T-Shirt an. Hat sich jemand bereit erklärt, mich zu fotografieren. Und das ist sogar mit der Nikon hat er einfach abgedruckt. Ja, sehr gut. Man sieht an meinem Arm noch das Peak Design Armbändchen hängen, wo eigentlich die Kamera dran ist. Habe ich gerade abgemacht. Ja, so. Ansonsten habe ich einfach das Museum genossen. Es ist wirklich sehr schön. Es gibt sehr viel Steine, also Edelsteine, aber auch andere Steine. Große Diamanten, große geschliffene, tolle Dinger. Dann habe ich einen Schädel von einem Triceratops-Saurier fotografiert. Der steht da oben. Und manchmal weiß man nicht, ob das jetzt ein Abdruck ist, ein Cast, oder ob das ein echtes Ding ist. Aber das Ding sieht einfach echt aus. Ich glaube, die Dinger, die man anfassen darf, die sind natürlich nicht echt. Das sind alles so Abdrücke. Aber da oben die Schädel, die sehen alle doch sehr, sehr echt aus. Genau, und ein Schädel von einem Tyrannosaurus Rex ist da auch. Zumindest hat er solche Zähne. So stelle ich mir einen Tyrannosaurus Rex vor. Ich glaube, das ist dann auch. Ja, das nächste Bild ist ein Bild von einem Tyrannosaurus Rex. Das ist eine der großen Attraktionen. Da stehen sogar Schilder davor, wie man da hinkommt. Oder wie man auch drumherum kommt, damit sich die Kinder nicht erschrecken. Das ist in Lebensgröße quasi ein Modell, das sich auch bewegt. Und meine Kinder waren beeindruckt, wie toll der sich bewegt. Ich fand es doch ein bisschen hölzern. Also, naja, es ist schon ganz gut gemacht. Aber es ist halt nicht, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich wirklich so bewegt hat. Ist wahrscheinlich nicht falsch, aber es ist dann doch irgendwie langsam hölzern, mechanisch, wie so ein 80er-Jahre-Roboter so ein bisschen. Das ginge heute, glaube ich, auch schon besser. Andererseits ist er natürlich mit den Füßen fest am Boden, dass der sich wirklich so, also
was mir am meisten bewegt hat, gefehlt hat, ist halt, dass er sich fortbewegt. Das kann er natürlich nicht. Also das wäre ein bisschen schwieriger zu modellieren gewesen. Ja, Lichteffekte und bla bla bla. Aber kann man sich angucken. Ich fand es jetzt nicht so beeindruckend. Also Hauptattraktion ist für mich sicherlich nicht. Ja, noch ein paar Fotos von Dinosaurier-Skeletten. Und auch von Modellen. Ich fand auch diese, die haben sich auch bewegt. Das nächste Foto von einem Nicht-Skelett-Dinosaurier. Ich war schon wieder vergessen, wie die heißen. Hätte ich mich natürlich besser vorbereiten müssen. Egal. Die bewegen sich auch. Und die fand ich so ein bisschen besser. Also die haben sich zwar auch hölzern bewegt, aber die waren wenigstens gruselig. Ja. Das nächste Foto ist schon wieder aus der nächsten Halle. Da ist dann wieder Meeressäuger, also auch wieder Wale und Delfine und sowas. Große Skelette, große Modelle. Und auch ein Modell von einem Blauwal, der nicht Skelett ist, mit so kleinen Skeletten von so kleineren Walen daneben. Ah, das ist schon beeindruckend. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist das Bild mit dem Namen TZF 0430. Ich weiß nicht, das wievielte es in diesem Album ist, also kurz bevor wir quasi rausgehen aus dem Museum. Das ist eine Barte, also Wale ernähren sich ja von Plankton. Die fressen ja keine, also Blauwale zumindest, die ernähren sich von Plankton. Und deswegen haben die an ihren Zähnen, oder sind das eigentlich Zähne? Ich weiß es nicht. Zumindest haben die im Mund keine Zähne zum Wegbeißen, sondern Barten, durch die das Meereswasser gefiltert wird und das Plankton bleibt halt irgendwie drin kleben. So, das fand ich früher schon immer cool. Und dann haben sie halt eine so eine Barte, haben sie da in dem Raum hängen und das ist irgendwie beeindruckend groß und lang. Also ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild richtig erkennen kann. Im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen den Schädel von einem anderen Wal und Fenster. Also das Ding ist bestimmt irgendwie 4 Meter hoch oder so. Ja, ein Detailfoto von so einer Hand. Also ist natürlich eine Flosse, aber als Skelett sieht es halt wirklich aus wie eine Hand mit Fingern. Ist doch immer wieder schön zu sehen, wie man doch verwandt ist. Genau, die Decke hat es mir echt angetan. Die habe ich auch wieder in Schwarz-Weiß fotografiert und ein paar Leute, die da runter gucken. Man kann da einfach schön abhängen in dieser Haupthalle in der Hinze Hall vom Natural History Museum. Da kann man sich einfach aufhalten und schauen und nicht nur irgendwie die Skelette von Dinosauriern und Blauwalen angucken, sondern eben auch das Gebäude an sich und auch andere Leute. Fand ich auch gut. Ja, das war das letzte Foto von drin. Jetzt geht's wieder raus. Ich habe draußen noch mal ein bisschen Architektur fotografiert. Die großen Löwen oder Tiger oder was auch immer da ist. Wasserspeier. Alles Mögliche. Sehr, sehr schön. Perspektive von ganz unten nach oben mit dramatischem Himmel. Ja, das hat Spaß gemacht. Das erste Nicht-Natural History Museum-Foto ist dann von einem Turm. Keine Ahnung, was das für ein Turm ist. Der steht da aber rum. Und man sieht den irgendwie recht häufig quadratisch praktisch gut. Das muss ich eigentlich mal rausfinden, was das für ein Turm ist. Aber ich finde den cool. Der sieht schick aus. Vielleicht so ein Wasserturm? Nee, weiß ich nicht, was das für ein Turm ist. Wenn das einer von euch weiß, was das für ein Turm ist, das würde mich echt mal interessieren. Ich könnte mal natürlich mal eben auf Google Maps schauen. Ich weiß ja ungefähr, wo er ist. In der Nähe von der Tate. Da ist der Buckingham Palace. Da ist National Gallery. Whitehall. Covent Garden? Nee. Westminster Cathedral? Nee, es muss weiter da sein. Da ist die Westminster Bridge. Waterloo Bridge? Nein. So weit im Norden. Da ist die Lambeth Bridge. Wo ist denn unsere... Da ist die Vauxhall Bridge. Da haben wir gewohnt. Dann muss der Turm irgendwo hier so sein. Ist das vielleicht der Turm von der Tate? Nee. Ich finde es gerade nicht. Also es ist irgendwo in Pimlico, glaube ich. Und relativ dicht an der Themse. Hier sticht aber gerade nichts hervor, wo ich es irgendwie sehen könnte. Ich kann auf Satellitenbild umschalten. Vielleicht sieht man da irgendwo einen Turm.
müsste ja irgendwo hier zu erkennen sein. Da ist ein Garten. Nee, ich find's gerade nicht. Ich hätte jetzt getippt, dass ich's rausfinde. Habe ich aber nicht. St. John's Garden, Smith Square, Burberry Headquarter. Irgendwo in dieser Ecke muss es sein. Muss doch von oben quadratisch aussehen. Was ist das denn da? Jewel Tower. Nee, das ist auch nicht. College Garden. Ich weiß es nicht, aber da bin ich ja auch schon in Westminster. Es war definitiv südlich von Westminster. Na, tut mir leid. So, das war das Natural History Museum. Wir sind dann weitergefahren Richtung Hamilton schon mal. Also, weil wir am Abend ja Karten hatten für Hamilton. Haben wir schon mal geguckt, wo ist denn der Victoria Palace? Wir waren aber noch mal kurz zu Hause. Nach dem Museum waren wir, glaube ich, kurz in der Wohnung. Ja klar, natürlich. Wir haben den Vormittag im Museum verbracht und dann mittags in die Wohnung, haben uns frisch gemacht und natürlich ein bisschen schicker angezogen, um dann zum Victoria Palace zu fahren, wo eben Hamilton gespielt wird. Dieses Musical ist einfach fantastisch. Das nächste Bild ist schon drin von der Bühne. In HDR natürlich. Schaut euch das also gerne. Und oh, das Bild nach oben in die Galerie ist auch toll. Also schaut euch das bitte auf einem HDR-Monitor an. In einem HDR-fähigen Browser. Geht auf gregbensphotography.com/HDR, um zu lernen, zu schauen. Da gibt es so einen Test, ob ihr auch einen HDR-Monitor habt. Und dann schaut euch das an. Also allein der Saal, die Bühne ist toll, aber auch der Saal mit den ganzen Lichtern und so, ist halt sehr, sehr toll. Und ja, was soll ich sagen? Hamilton ist einfach ein fantastisches Stück. Das ist recht lang, über 2 Stunden. Ich weiß gar nicht genau, wie lang. Und ich war erstaunt, wie viele von den Songs in der zweiten Hälfte ich nicht kannte, die mir irgendwie schon entfallen waren. Ist ganz lustig, weil, also ich habe das jetzt schon mehrfach gesehen. Ich habe es auch einmal schon im Theater gesehen auf Deutsch in Hamburg. Gibt es leider nicht mehr. Hat wohl doch nicht so gut funktioniert, die Übersetzung. Also mir hat es gefallen. Wir haben vor Hamilton war noch eine weitere deutsche Besucherin, recht jung, irgendwie so 15, 16 vielleicht. Die wird dann angesprochen mit ihrem Papa zusammen. So, und die hatten wir angesprochen und die kannte das Deutsche nur von Spotify, da kann man sich das anhören und das fand sie total doof. Aber sie hat das Stück halt nicht gesehen. Und also im Theater fand ich es halt ganz nett auf Deutsch. Egal. Also es war wohl nicht gut genug, um genug Leute anzuziehen. In London ist es groß, genauso wie in New York und ich glaube in San Francisco läuft es auch. Es ist ein tolles Musical. Musicals sind ja häufig eher so einfache Popmusik mit schlecht passenden Texten, sage ich immer. aber Hamilton ist richtig coole Musik. Es ist halt mehr so Rap und Funk und Soul und sehr viel Sprechgesang und sehr viel rhythmische, coole Musik. Und es gibt so Themen, die immer wieder kommen. Also einzelne Gesangsfragmente, Melodien, die immer wieder reingenommen werden und sich wiederholen über die Stunden hinweg. Also nicht ständig wiederholen, aber halt immer mal wieder. Und macht sehr viel Spaß. Handelt halt von der Gründungsgeschichte der USA. Alexander Hamilton war halt einer der Gründungsväter und der erste Finanzminister der USA. Und ja, seine Geschichte, wie er dann mit George Washington und mit Adam Burr und mit den ganzen Leuten da quasi, ja, sein Leben verbracht hat. Natürlich auch seine persönliche Geschichte mit seiner Frau und eine Affäre und Erpressung und allem Möglichen. Genau. Man wird übrigens gleich am Anfang gespoilert. Also der erste Aufzug, der erste Song, stellen sich alle einmal vor. Und Adam Burr stellt sich vor als der Idiot, der Hamilton erschossen hat. Und genau das passiert natürlich auch am Ende des Stücks. Ja, macht sehr viel Spaß. Also absolute Empfehlung, wenn ihr in London seid und mal ein Musical sehen wollt, was halt nicht Standard König der Löwen, Cats, weiß ich nicht, Disney-Pop ist, sondern einmal ein richtig, richtig cooles Musical, dann schaut euch das an.
Oder hört es euch erstmal auf Spotify an, ob euch die Musik zusagt. Wie gesagt, meine ist es ja nicht so ganz, aber für so einen Abend funktioniert es für mich super. Also ich habe echt viel Spaß auch an der Musik gehabt. Wenn ihr das natürlich blöd findet und nur Pop-Musicals mag, dann schaut euch lieber was anderes an. Für mich ist es was Besonderes. Ja, Oxford Circus auf dem Rückweg, ein Foto gemacht aus der Bahn. Dann gucke ich auf die Uhr, ich muss mich schon fast wieder ein bisschen beeilen. Der nächste Tag stand ganz im Zeichen von Sherlock Holmes. Und das war auch ein Wunsch von Sky. Ich muss ja mal eben noch kurz bearbeiten, das erste Foto. Also ich glaube, Oxford Circus ist auch schon der nächste Tag. Genau, 18. Juli. Auf dem Weg in die Baker Street. Ah nee, das ist gar nicht in der Baker Street. Also in der Nähe von der Baker Street, nicht weit entfernt, ist ein neuer, relativ neuer Escape Room. Ich muss mal einen Schluck trinken. Nee, ich musste nochmal eben nachgucken, wo es genau ist. W12 Shopping Center in der Nähe von Shepherd's Bush ist nicht so ganz in der Nähe von Baker Street. 221B ist schon noch irgendwie halbe Stunde zu Fuß oder so. Egal. Zumindest ist das so ein Einkaufszentrum. Und in dieses Einkaufszentrum haben sie unten einen neuen Escape Room reingebaut. Ich habe natürlich gar nicht viele Fotos. Und ich darf auch gar nicht so viel spoilern, weil man halt nicht spoilert. Aber es hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe dort, muss man eben hier Auto-Geometry machen. So, jetzt ist gerade gerückt. Man kommt rein über, darf ich das spoilern? Naja, es steht ja eine, also wenn ihr euch ein Ticket kauft, dann lest die Ticketbestätigung ganz genau, denn da steht drin, es gibt dort keinen klar ersichtlichen Eingang. Also wenn man durch dieses Shopping Center geht, dann sieht man zwar lange abgetrennte Wände, wo Sherlock Holmes Escape Room draufsteht. Und es gibt aber keinen Eingang zu diesem zu diesem Escape Room, sondern man muss das irgendwie, das ist schon das erste Rätsel, was man lösen muss, steht aber eine Einladung drin. Es gibt einen Optiker. Wie der genau heißt, habe ich gerade vergessen. Da steht halt draußen, steht Optiker dran. Und man sieht, also ganz sieht von draußen aus wie so ein normaler Optiker mit lauter Brillengestellen und so und Leuten da drin, die da drin arbeiten und wahrscheinlich dich irgendwie untersuchen und dir eine Brille verkaufen. Aber vorne dran steht halt Öffnungszeiten, Termine nur nach Absprache. So, und in der Einladung, also in der Ticketbestätigung für den Escape Room steht drin, ja, du musst da halt klingeln beim Optiker und sagen, ich bin hier zu dem vereinbarten Termin. Und dann machen sie halt auf und das ist halt der Escape Room. So. Es tun halt so, als wären sie in ein geheimes Akquise-Büro für MI6, für den englischen Geheimdienst. Und als Optiker getarnt, aber es ist natürlich der Escape Room. Es fängt also schon ganz lustig an, es ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht, man geht da rein und die haben auch alle das gleiche Namensschild, es ist irgendwie alles so ein bisschen lustig auf Geheimagenten gemacht und die haben da sichtlich Spaß dran, da zu arbeiten und wir hatten dann auch Spaß. Also man klingelt, man muss sagen, ich bin hier für den Termin und dann wird man reingelassen und erstmal nach hinten geführt und hinten ist eine Bar. Also das erste Foto, was ich gemacht habe, ist in dieser Bar. Da kann man sich auch was zu trinken kaufen. Wir waren nämlich schon am Mittag da. Was steht denn da für eine Uhrzeit dran an dem Foto? 14.21 Uhr, da habe ich dann noch nichts aus der Bar getrunken. Und in der Bar hängen aber auch lauter Bilder von Sherlock Holmes und es ist natürlich nicht Sherlock Holmes, sondern das ist Benedict Cumberbatch. Und ja, das Schöne an diesem Escape Room, ich habe da noch ein Foto, also auch in der Bar ist schon irgendwie sind so kleine Rätselchen, die man lösen kann. Und das ist alles auf die BBC-Serie gemünzt. Die heißt, glaube ich, einfach nur Sherlock, wenn ich das, ja genau, die heißt Sherlock mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als Sherlock Holmes, Martin Freeman, also Bilbo, als Dr. Watson und Andrew Scott als James Moriarty. Und Sky, mein Sohn, unser Sohn ist der größte Fan, den Andrew Scott haben kann, findet den irgendwie total super. Bester Schauspieler der Welt. Und ein absolutes Highlight in diesem
Escape Room ist, dass das halt in Zusammenarbeit mit diesem Cast gemacht worden ist. Wer genau diesen Escape Room gebaut hat, ob das die BBC war, ich weiß es nicht. Zumindest haben die halt auch Benedict Cumberbatch, Martin Freeman und Andrew Scott gewonnen als Schauspieler für diesen Escape Room. Das heißt, da sind nicht nur Fotos von denen an den Wänden, sondern die kommen dann auch im Escape Room vor. Also da werden halt Videosequenzen eingespielt mit so Videonachrichten von, ich glaube, Mark Gatiss auch. Also Mycroft Holmes kommt auch vor. Martin Freeman auf jeden Fall. Benedict Cumberbatch weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube, der kam auch vor. Zumindest als Sprachnachricht oder so. Und Andrew Scott ganz viel als James Moriarty. Und das ist sehr lustig. Also das macht echt Spaß. Es gibt so eine Einführungsveranstaltung mit allen, die gerade irgendwie ein Ticket gebucht haben. Und außer uns waren dann noch zwei, ich glaube, Japanerinnen, die dann, wir haben halt gemeinsam erklärt bekommen, wie das dann alles vonstatten geht. Und dann gab es irgendwie die Möglichkeit, da irgendwie noch ein Foto zu machen. Da haben wir natürlich nicht mitgenommen. Nochmal irgendwie 12 Pfund für irgendwie ein albernes Foto, finde ich dann immer ein bisschen übertrieben. Ja, und dann geht es halt irgendwann in den Escape Room rein und dann hat man eine Stunde Zeit, den Escape Room zu lösen. Und davon haben sie dann aber drei oder vier, die dann wahrscheinlich gleich aufgebaut sind. Es gibt noch eine zweite Serie, die dann eben halt anders aufgebaut ist, aber am Ende sind wir halt zu viert, also nur wir als Familie in einen Escape Room gekommen haben, haben. Moment. Wir haben eine Stunde Zeit bekommen, die Rätsel zu lösen. Und ja, die Geschichte, wie gesagt, ihr darf nicht zu viel verraten. Ihr wollt die Rätsel dann ja auch selber lösen. Aber es ist anspruchsvoll. Also man muss sehr viel so Logik-Rätselchen machen und auch ein bisschen was suchen. Ein bisschen Geschicklichkeitsrätsel. Und der mittlere Raum, es gibt drei Räume oder vier, weiß gar nicht mehr. Der mittlere Raum, der hat es echt in sich gehabt. Also da haben wir echt so ein bisschen gestümpert und irgendwie ein paar Sachen zu spät rausgefunden. Da mussten sie uns schon ganz schön helfen. Also am Ende haben sie uns die Lösung tatsächlich so fast offensichtlich gesagt. Wir waren aber auch kurz davor. Also wir hatten schon viele Elemente, hatten wir schon gehabt. Es war nicht so, dass wir da gar nichts geschafft haben, aber wir waren dort eigentlich einen Ticken zu langsam. Und dann kriegt man halt, die gucken ja über Videokameras dann zu, wie man sich so anstellt, wie gut man vorankommt, welche Rätsel man denn löst. Und wenn man dann mal Hilfe braucht, kann man das auch signalisieren. In dem mittleren Raum haben sie uns quasi auch von sich aus so ein bisschen geholfen, damit wir in den dritten Raum noch reinkommen. Und im dritten Raum, da, also im letzten Raum geht es richtig zur Sache. Also da ist dann auch irgendwie ein bisschen mit Stress, ein bisschen unter Druck, muss man dann so Geschicklichkeitsrätsel, ein bisschen Logikrätsel und sowas alles machen. Schnell, schnell, schnell. Zum Glück gab es keine Uhr, denn wir haben dann dort die Rätsel auch eigenständig und alleine lösen können. Ich weiß nicht, also mit weniger als drei Personen sollte man diesen Escape Room am besten nicht machen, denn es gibt dort eine Aufgabe, die macht man am besten zu dritt. Anders wird es halt wirklich, wirklich schwer. Und wir haben es gelöst, ohne fremde Hilfe. Da gibt es dann auch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen, weil man eben sehr viel so Dinge in die Hand nehmen muss und Sachen stecken muss und drehen und was weiß ich was alles. Es ist recht laut und Moriarty macht Stress. Das ist irgendwie sehr anstrengend. Und dann haben wir das tatsächlich gelöst bekommen, alle diese Aufgaben gelöst, zu viert. Und sind raus und dann empfangen sie uns und sagen, ja, ihr habt den Raum gelöst in 59 Minuten und weiß nicht, 53 Sekunden oder so. Also wir hatten irgendwie noch 7 Sekunden oder so. Also vielleicht haben sie es auch nur gesagt, vielleicht waren wir auch ein bisschen über einer Stunde, aber anscheinend haben wir wirklich im allerletzten Moment den Raum gelöst, bevor man dann rausgeflogen ist. Und kurz nach uns kamen dann aber auch tatsächlich die beiden anderen Mädels da raus. Also die waren so Mitte 20, Mitte, Anfang 30 vielleicht. Sag mal Mädels, also zwei Frauen haben versucht, den Escape Room zu zweit zu lösen und die haben es halt nicht geschafft. Die sind nicht durchgekommen. Und das tat mir total leid, weil das, glaube ich, frustrierend ist, wenn man es dann nicht schafft, in der angegebenen Zeit so ein Escape Room zu lösen. Aber ich glaube, die hatten trotzdem auch Spaß. Also das war wirklich so, wow, das war ein tolles Erlebnis und wir hatten natürlich mega Glück, dass wir irgendwie genau durchgekommen sind.
natürlich nicht nur Glück, sondern auch Können. Wir sind schon sehr, sehr gute Detektive. hatten wahnsinnig viel Spaß. Und die hatten aber auch Spaß, auch wenn sie es dann nicht gelöst haben. Also wenn ihr Sherlock Holmes mögt, wenn ihr Escape Rooms mögt in London, der Sherlock Holmes Escape Room ist absoluter Hammer. Also das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Sehr teuer. Es gibt noch einen zweiten Raum. Also in diesem Escape Room, in dieser Escape Room Anlage gibt es halt zwei Wege. Einmal irgendwie diesen ersten Teil. Der zweite Teil ist dann nochmal irgendwas Besonderes mit Moriarty oder so. Das haben wir noch nicht gemacht. Wenn wir nochmal in London sind, würden wir den wahrscheinlich machen, weil das einfach sehr viel Spaß bringt. Ja. Aber muss man ja auch vorher buchen und hat man halt nicht. Stattdessen hatten wir danach noch Tickets gebucht für das Sherlock Holmes Museum in der Baker Street 221b. Da hat man halt ein Sherlock Holmes Museum eingerichtet und das nächste Foto von dem Hut und dem Baedekers Switzerland Reiseführer, das ist dann schon aus diesem Museum. Da gibt es dann so ein paar alte Schriftstücke, also erste Skizzen wahrscheinlich zu dem Buch. Es ist alles sehr schön eingerichtet. Es sieht wirklich aus, als hätte Sherlock Holmes dort leben können. Aber auch dieses Museum ist sehr teuer und es ist sehr klein. Also es ist halt wirklich nur ein ganz schmales Reihenhaus mit so ein paar Räumen, die vollgesteckt sind mit Ausstellungsstücken, die halt alle Bezüge haben zu den, nicht nur zu den Fernsehserien, sondern auch zu den Büchern. Es gibt ganz oben gibt's eine Reihe von Skulpturen von Schauspielern, die mal Sherlock Holmes gespielt haben. Da gibt's ja auch schon eine ganze Menge, viele Verfilmungen. Mein Magen hat geknurrt. Entschuldigung. Und für mich war es ein bisschen zu flach. Also es war unangenehm, weil es eng und voll war. Also sehr viele Menschen, die da durchgeschleust werden. Aber ich fand auch die Ausstellung nicht spannend genug. Also es wird halt auch mit keinem Wort erwähnt, dass es einen Sherlock Holmes Detektiv nie gegeben hat, dass es halt eine fiktive Person ist. Es wird so getan, als hätte dort tatsächlich Sherlock Holmes gelebt. Und oder ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht. So, und es gab natürlich keine echte Person namens Sherlock Holmes. Es gibt eine sehr schöne Episode bei Hoaxilla. Ich habe vorhin im Haltungsblog schon andere Podcast-Episoden empfohlen. Jetzt empfehle ich mal wieder Hoaxilla, meine lieben Freunde. Alexa und Alexander Waschkau. Im Hoaxilla-Podcast gibt es eine relativ neue Episode sogar schon zum Thema Sherlock Holmes und gab es ihn denn wirklich? Und das solltet ihr euch anhören, wenn ihr wissen wollt, ob es ihn denn gab. Spoiler, nicht so wirklich. Es gab natürlich ein paar Vorbilder, aber ob eins davon jetzt wirklich das Vorbild gewesen ist, ist äußerst fraglich. Ja, schon wieder langer Tag. Vormittags waren wir im Escape Room, nachmittags im Sherlock Holmes Museum und danach war es dann noch nicht so richtig dolle spät. Wir hatten also noch Zeit. Es war 17 Uhr und die Verkäuferin im Doc Martens Store, Flagship Store, hatte uns ja gesagt, dass der ehemalige London Doc Martens Flagship Store in Camden ist. Und Camden ist so ein Stadtteil, in dem ich noch nie war. Wurde immer so versprochen, als ja, weißt du, die Punk-Szene groß geworden ist, so ein bisschen wie in Hamburg die Sternschanze. Und in Camden ist eben auch Doc Martens entstanden und bla bla bla, alles kultig. Falls ihr nochmal was Cooles sehen wollt, dann geht doch nach Camden und guckt euch das an. Tja, und wenn nach Camden Town gefahren, ist halt ein Stadtteil in London, ein bisschen nördlich vom Regent's Park und sind da einfach nochmal ein bisschen durch die Straßen gelaufen und das ist ja sehr, sehr bunt. Es gibt sehr viel, da habe ich dann meine Kamera auch wieder auf Farbe gestellt, sehr viel Street Art, Sprayer-Kunst. Es gibt sehr viele Tätowierungsshops und also es ist sowieso sehr sehr kommerziell. Also die eine Straße, wo wir da waren, wie hieß die nochmal? Da muss ich mal eben nachgucken. Da sind so ganz viele Einkaufsläden und Moment, ich muss mal eben hier. Wo bin ich denn überhaupt? Kensington Garden, da Regent's Park, Camden Market. Genau, wenn man einfach mit dem Bus nach Camden fährt, dann kann man da
durch die Camden High Street. Genau. Jamestown Road und dann links Camden High Street über den Kanal, Regent's Canal, rüber. Diese Straße, die ist halt voll mit, ja, so einerseits Fast Food, andererseits Piercing und Tätowierungsstudios, und die Fassaden sind halt einfach richtig toll. Also da habe ich ein paar Fotos gemacht und reingestellt in dieses Album mit coolen Schuhen, die man sich kaufen kann, mit Tätowierungen, Graffiti for the people, sieht schon sehr wild und bunt und lustig aus. Es gab einen Pub, die Oxford Arms, der mir sehr gut gefallen hat, wo wir leider nicht reingegangen sind. Wir wollen ja eh noch nach Oxford fahren, deswegen muss das nicht so. Dark Angel hat mir auch sehr gut gefallen. Scheint auch einfach nur ein Laden mit so I Love London Gimmicks zu sein, also mit billigen Touristenplunder. Aber die Fassade ist halt super. Also, sieht halt echt toll aus. Direkt daneben so ein riesiger Drache. Genau, Steel Body Piercing ist ein Piercing-Studio, wo auch dass die Fassade gepierst aussieht. Also es sieht wirklich ziemlich krass aus, wie die da ihre Fassaden gestaltet haben. Hat uns sehr gut gefallen. Genau, dann Camden Market vorbei gelatscht. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. An einem lauschigen Sommertag kann man da einfach durchschlendern. Leider war es dann schon zu spät und die meisten Fast Food, das ist so eine Camden Market, da gibt es so ganz viele Truck Food, solche Geschichten irgendwie. Aber wir hatten leider gar keinen Hunger und die haben auch schon angefangen zuzumachen, also die ersten waren dann schon geschlossen. Ja, stattdessen sind wir dann den Regent's Canal runterspaziert und da noch ein paar Fotos gemacht. Leute, die am Regent's Canal wohnen und entspannt im Garten hängen können. Da war ich so ein bisschen neidisch, bis runter zum Regent's Park, wo dann so ein rotes, weiß nicht, ob es chinesisch sein soll, so ein Häuschen sich schön im Kanal gespiegelt hat. Und dann sind wir durch den Regent's Park ganz durchgelaufen, weil das Einzige, was ich dann noch wollte am späten Abend gegen 8 Uhr abends, war der Queen Mary's Rose Garden im Regent's Park. Den wollte ich mir noch anschauen. Und das hat sich auch sehr, sehr gelohnt. Also die Familie hat sich dann eher dazu entschieden, sich so ein bisschen in den Park zu setzen. Wir hatten auch schon wieder wahnsinnig viele Schritte. Ich könnte jetzt nochmal meinen Schrittezähler aufmachen und gucken, wie viele Schritte wir denn so gemacht haben pro Tag. Aber ich bin einfach rumgelaufen und habe noch Rosen fotografiert. Und das Ende von diesem Fotoalbum sind im Wesentlichen ganz, ganz viele verschiedene Rosen, die ich in diesem Queen Mary's Rose Garden fotografiert habe. Einige davon mit ihrem Namensschild. You're Beautiful fand ich einen sehr schönen Namen für eine Rose. Living Wish ist auch ein sehr schöner Name. Und auch in dieser Abendstimmung mit den tollen Lichtern und so. Das hat dann sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte zum Glück meine 105mm Linse dabei. Das ist eigentlich eine Makrolinse, aber die ist perfekt, um dann bei schwächer werdendem Licht dort Rosen zu fotografieren. Und ja, da hatte ich sehr viel Spaß dran, die Rosen anzuschauen, zu schnuppern, zu entdecken, was blüht gerade besonders schön. Einige waren natürlich dann schon so eher so am Ausblühen, aber es war wirklich reichlich da, was man fotografieren konnte, und das dann alles mit einer relativ offenen Blende, mit einer 2,8 oder 3, irgendwann habe ich ein bisschen runtergeblendet, weiß ich, wahrscheinlich eher aus Versehen. Und ja, sehr toll, also auch mit der Nikon ZF, die ja eigentlich eher so eine Street-Photography-Sache ist, kann man dann solche Kunstwerke machen, und da hatte ich dann auch wieder geschnallt, okay, ich muss das alles in RAW fotografieren. Und dann eben hier auf Farbe stellen. Beim Fotografieren selber finde ich übrigens Schwarz-Weiß ganz gut. Also wenn die Vorschau im Sucher und auf dem Display schon in Schwarz-Weiß ist, dann ist Schwarz-Weiß total hilfreich, um die finalen Kontraste im Bild schon beim Fotografieren besser einschätzen zu können. Das fällt mir bei Schwarz-Weiß leichter als bei Farbe. Und wenn man dann aber RAW fotografiert, kann man das dann wieder umstellen auf Farbe und hat dann meines Erachtens ein besseres Ergebnis. So, eins der Fotos aus dem Queen Mary's Rose Garden ist nicht unbedingt nur eine Rose, da sind zwar auch auf der, nee, das sind gar keine, doch, da sind auch Rosen im Hintergrund, aber die sind schon verschwommen. Es handelt sich aber im Wesentlichen um einen Teich, und an dem Teich ist so eine Statue mit einem Adler.
wahrscheinlich ein Seeadler, also der ist einfach nur schwarz, ich kann es ja nicht erkennen, ob das ein Seeadler sein soll, der so quasi bereit ist, sich auf den Teich zu stürzen in die Seerosen, die da vorliegen. Und unter dem Seeadler steht ein Graureiher, direkt quasi auf dem Fuß dieses Bilds, Standbilds, der Dingsbums, wie heißt denn das? Eine Statue. Und das sah so lustig aus, weil oben der Adler in Angriffsbereitschaft und darunter der Graureiher, ich gucke hier mal, was hier wirklich zu fangen ist. Und da hatte ich Freude, dass ich da so einen Graureiher entdeckt habe. Und das ist halt kein Plastik-Graureiher, der da drunter steht, sondern ein echter. Ja. Und Rosen, Rosen, Rosen und ein Mond. Auf Rückweg im Bus haben wir dann den Mond aufgehen sehen. Das sah total schön aus, ist aber natürlich zu schwierig zu fotografieren. Wir saßen aber ganz vorne in so einem Doppeldeckerbus und auf dem Foto mit dem Mond an der Hausfassade ist noch der vorher vor uns fahrende rote Doppeldeckerbus mit drauf. Fand die Perspektive ganz gut, ist natürlich eigentlich kein besonders tolles Bild. Aber dann habt ihr es mal. Genau. So, und dann der letzte Tag in London war dann der Abreisetag. Da kann ich an die Reise wie heißt es? Cornwall? Ja, also vom Freitag, dem 19.07., der Abreise aus London, habe ich gar nicht so viel zu erzählen, auch nur zwei Fotos. Einmal, wie ich auf dem Weg zum Autovermieter in Vauxhall einen kleinen Park entdecke, in dem Lamas stehen. Ich mag Lamas total gerne. Das eigentlich ist das wahrscheinlich eher gar keine, nee, das ist gar kein Lama. Die heißen, wie heißen die? Alpaka heißen die. Entschuldigung. Ich mag Alpakas sehr gerne. Lamas bestimmt auch. So, aber das waren jetzt Alpakas, die ich da getroffen habe. Ich habe mich sichtlich gefreut und ein Selfie gemacht. Und es gibt in London einen Laden, der heißt The Map House. Und den habe ich eigentlich nur für Holgi fotografiert, weil Holgi so gerne Karten mag, also Landkarten, Stadtkarten, was auch immer, Karten von Geografie, so. Da gibt es einen extra Laden und der sah sehr schön aus. Da wäre ich auch gerne reingegangen. Ich mag Karten mich auch gerne. Schöne Grüße an Holgi. Hört hier sowieso nicht zu. Könnt ihr mal vielleicht mal irgendwer erzählen. Vielleicht ja ich. So, ansonsten, ja, ich habe durchaus noch was Interessantes zu diesem Tag zu erzählen. Und zwar mussten wir um 10 raus, glaube ich, aus unserer schönen Wohnung in London. Und ich hatte dann ein Auto gebucht, weil wir in London natürlich kein Auto brauchten, aber für die Fahrt nach Cornwall und dann weiter nach Oxford wollten wir ein Mietauto haben. Wir waren zu viert und hatten viele Koffer. Und deswegen habe ich einen SUV gebucht bei, weiß ich nicht mehr, Europcar, irgendwas. Und die hatten ihre Vermietungsstelle sogar in zu Fuß Entfernung von unserer Wohnung in der Nähe vom Vauxhall Bahnhof. Also es war schon noch so eine halbe Stunde zu Fuß. Ich glaube, es war eigentlich eher ein anderer Bahnhof. Ich weiß es aber nicht. Waterloo? War das der Waterloo-Bahnhof? Also der Park mit den Alpakas ist der Vauxhall Pleasure Garden. Und ich glaube, ja, kurz vor dem Waterloo-Bahnhof ist irgendwie, oder irgendwo da ist so eine Autostation. Dann bin ich hingelatscht. Ist sehr klein, ganz kleiner Parkplatz irgendwie. Sehr nette Leute. Dann ist das, ja, ich hatte ein Auto gebucht, 39, und ich war irgendwie schon, weiß nicht, Viertel nach 9 oder so war ich da. Ah ja, alles klar, kein Problem. Und dann dauert das irgendwie immer alles sehr lang, bis alle Daten eingegeben sind. Ich hatte das zwar alles schon irgendwie voreingegeben, und, also sie wussten eigentlich schon alles. Ich musste nur Kreditkarte, Führerschein vorzeigen. Und dann hieß es, Herr Bayer, sind Sie ein guter Autofahrer? Und ich so, ja, schon. Ist halt England, ihr fahrt auf der falschen Straßenseite, das kriege ich schon hin. Ja, wir haben hier nämlich ein Upgrade für Sie, kostenloses Upgrade. Das stellen wir Ihnen zur Verfügung. Das ist ein ganz, ganz neuer Mercedes-Benz C-Klasse. Ja. Und das war dann natürlich kein SUV, sondern eine Limousine, aber es war ja ein Upgrade. Da hab ich gesagt, ich weiß aber gar nicht, ob da alle unsere Koffer reinpacken. Und dann habe ich mir das angeguckt. Der Kofferraum sah relativ geräumig aus. Und das Auto war natürlich ganz schick, so. Aber naja,
Das habe ich dann um 10:30 oder so, habe ich das Auto bekommen. Bin damit erstmal tanken gewesen, weil da war gar kein Sprit drin. Bin dann zur St. George Wharf gefahren, also nach Vauxhall, um meine Familie einzusammeln. Und natürlich passten die Koffer dort nicht rein. Das heißt, wir mussten dann irgendwie zwei Koffer noch mit auf der Rückbank unterbringen. Es war also dann sehr eng und unbequem in diesem Auto. Und wir sind halt direkt wieder dorthin gefahren und haben gesagt, das geht nicht, dieses Upgrade wollen wir nicht haben. Wir wollen gerne den SUV, den wir auch bestellt hatten. Ja, kein Problem, kriegen wir das hin. Und ich war halt so ein bisschen so nervös, auch wegen des Sprits. Ich habe den ja jetzt betankt und dann hat sie gesagt, was haben Sie denn bezahlt? Haben Sie eine Quittung? Ja, kriegen Sie alles wieder, kein Problem. Ja, so. Und der SUV war auch ein ganz, ganz, also die waren irgendwie sehr stolz darauf, dass die lauter ganz neue Autos hatten, die also noch keine Meile auf ihrem Tacho hatten, die wirklich direkt vom Lieferwagen kamen. Und der SUV war aber halt gar nicht da. Das war auch der Grund, warum ich dieses kostenlose Upgrade bekommen hatte. Der SUV, den ich bestellt hatte, war nicht vorhanden. Der musste dann erstmal, ein Kollege musste loslaufen zu einem anderen Parkplatz und den holen. Und das hat dann natürlich wieder noch gedauert. Also dieser ganze Vorgang mit Umbuchen und anderes Auto holen und so hat ewig lange gedauert. Und zwar so lange, bis wir dann das Auto bekommen haben, mussten wir wieder tanken, mussten wir durch ganz London durchfahren, weil Cornwall ist ja westlich in England und dann von dort aus Richtung Westen aus London raus, quasi an Heathrow vorbei über die M4. Das dauert einfach ewig lange. Also wir haben ewig gebraucht. Das war ein Riesenstau natürlich. Ewig gebraucht, um aus London rauszukommen. Erst wenn man dann am Heathrow und Windsor Castle und so vorbei ist, dann hört irgendwann der Stau auf und dann kann man irgendwie fahren. Dann mussten wir erstmal essen. Riesigen Hunger. Also bis dahin war es dann natürlich schon irgendwie ganz schön spät. Am Nachmittag, also um 2 oder 2:30, haben wir dann gegessen, irgendeinem Italiener an der Strecke, der sehr teuer war, aber auch sehr gut. Ich habe leider vergessen, wo er ist. Ich habe es ja auch nicht aufgeschrieben. Schade. Und wir wollten eigentlich noch nach Stonehenge, sind auch hingefahren nach Stonehenge, aber wir waren dann tatsächlich erst, also es liegt halt direkt auf dem Weg, ne? Also von London, wenn man von London aus nach Westen Richtung Cornwall fährt, dann kommt man an Stonehenge vorbei. Und wir haben auch Stonehenge gesehen von der A303, kann man sehen. Aber Stonehenge war halt schon geschlossen und wir hätten nicht mehr genügend Zeit gehabt, um dorthin zu gehen. War so ein bisschen schade, aber naja, das haben wir uns dann für den Weg von Cornwall nach Oxford vorgenommen. Das ist zwar ein kleiner Umweg dann, aber gehört irgendwie dazu. Na, jetzt sind wir dann quasi vorbeigefahren und schnurstracks ohne weitere größere Stops nach Newquay. Newquay hieß der Ort, an dem wir gewohnt haben in Cornwall, und davon erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Geht es dann da weiter in Newquay? Ja, aber London abgeschlossen und ich habe schon wieder über eine Stunde aufgenommen, eine Stunde über London geredet, 2,5 Tage. Naja, so bin ich. Tut mir leid. Ich habe ja auch so ein bisschen Live-Foto-Editieren gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Fotos. Ich hatte auf jeden Fall Spaß an den Fotos. War wahnsinnig schwierig, da irgendwie die Fotos auszuwählen, die ich irgendwie öffentlich zeigen möchte. Nicht, weil ich so viele private Fotos habe. Also natürlich, viele von meinen privaten Fotos zeige ich euch nicht, wo irgendwie Familie mit drauf ist. Ja, wobei eins in der letzten Episode war Steff, ja. Also meine Frau war mit drauf. Auch nur von hinten. Aber egal. Aber also es sind einfach viel zu viele. Ich habe viel zu viele Fotos gemacht und auch sehr unterschiedliche Fotos. Und es war dann schwierig, irgendwie so ein Thema oder Motto zu finden. Also eigentlich wäre es schön gewesen, ein Fotoalbum zu haben, wo nur die Rosen aus dem Queen Mary's Rose Garden im Regent's Park irgendwie drauf wären. Aber ist egal. Ich habe halt einen wilden Reisebericht und habe komische Edits am Anfang von London gemacht und Schwarz-Weiß-Sachen mit der ZF gemacht und Farbrosenfotos mit dem 105er. Es ist ja durcheinander. Es tut mir leid. Aber jetzt kommen wir hier zum Herrn Rilke,
Wir sind im sämtliche Gedichte in einem Band bei Position 2079 im E-Book. 30%. Das nächste Gedicht heißt Die Liebende. Ja, ich sehne mich nach dir. Ich gleite mich verlierend selbst mir aus der Hand, ohne Hoffnung, dass ich das bestreite, was zu mir kommt, wie aus deiner Seite, ernst und unbeirrt und unverwandt. Jene Zeiten, oh, wie war ich eines, nichts, was rief und nichts, was mich verriet. Meine Stille war die eines Steines, über den der Bach sein Murmeln zieht. Aber jetzt, in diesen Frühlingswochen, hat mich etwas langsam abgebrochen von dem unbewussten dunklen Jahr. Etwas hat mein armes, warmes Leben irgendeinem in die Hand gegeben, der nicht weiß, was ich noch gestern war. Und das nächste Gedicht heißt dann Die Braut. So. Greife ich mal zum anderen Buch. Das habe ich ja als Papierausgabe. Wir sind bei Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, im zweiten Band auf Seite B821. Und mitten in der transzendentalen Methodenlehre, Disziplin in Ansehung der Beweise. Augen zu und zugehört. In der Mathematik ist diese Subreption unmöglich, daher haben sie da selbst auch ihren eigentlichen Platz in der Naturwissenschaft. Weil sich da selbst alles auf empirische Anschauung gründet, kann jene Erschleichung durch viel verglichene Beobachtung zwar mehrenteils verhütet werden, aber diese Beweisart ist da selbst doch mehrentlich unerheblich. Aber die transzendentalen Versuche der reinen Vernunft werden insgesamt innerhalb dem eigentlichen Medium des dialektischen Scheins angestellt, das heißt des Subjektiven, welches sich der Vernunft in ihren Prämissen als objektiv anbietet oder gar aufdringt. Hier nun kann es, was synthetische Sätze betrifft, gar nicht erlaubt werden, seine Behauptung dadurch zu rechtfertigen, dass man das Gegenteil widerlegt. Denn entweder diese Widerlegung ist nichts anderes als die bloße Vorstellung des Widerstreits der entgegengesetzten Meinung mit den subjektiven Bedingungen der Begrifflichkeit durch unsere Vernunft, welches gar nichts dazu tut, um die Sache selbst darum zu verwerfen, so wie zum Beispiel die unbedingte Notwendigkeit im Dasein eines Wesens schlechterdings von uns nicht begriffen werden kann und sich daher subjektiv jedem spekulativen Beweise eines notwendigen obersten Wesens mit Recht, der Möglichkeit eines solchen Urwesens aber an sich selbst mit Unrecht widersetzt, Klammer zu, oder beide, sowohl der behauptende als auch der verneinende Teil, legen durch den transzendentalen Schein betrogen einen unmöglichen Begriff vom Gegenstande zum Grunde. Und da gilt die Regel non entis nulla sunt predicata. Das heißt, sowohl was man bejahend als was man verneinend von dem Gegenstande behauptete, ist beides unrichtig. Und man kann sich apogogisch durch die Widerlegung des Gegenteils zur Erkenntnis der Wahrheit, man kann nicht apogogisch durch die Widerlegung des Gegenteils zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So zum Beispiel, wenn vorausgesetzt wird, dass die Sinnenwelt an sich selbst ihrer Totalität nach gegeben sei, so ist es falsch, dass sie entweder unendlich dem Raume nach oder endlich und begrenzt sein müsse, darum beides falsch ist. Denn Erscheinungen als bloße Vorstellungen, die doch an sich selbst als Objekte gegeben wären, sind etwas Unmögliches und die Unendlichkeit dieses eingebildeten Ganzen würde zwar unbedingt sein, widerspräche aber, weil alles an Erscheinung bedingt ist, der unbedingten Größenbestimmung, die doch im Begriffe vorausgesetzt wird. Die apogogische Beweisart ist auch das eigentliche Blendwerk, womit die Bewunderer der Gründlichkeit unserer dogmatischen Vernünftler jederzeit hingehalten worden. Sie ist gleichsam der Champion, der die Ehre und das unstreitige Recht seiner genommenen Partei dadurch beweisen will, dass er sich mit jedermann zu raufen anheischisch macht, der es bezweifeln wollte, obgleich durch solche Großsprecherei nichts in der Sache, sondern nur der respektiven Stärke der Gegner ausgemacht wird, und zwar auch nur auf der Seite desjenigen, der sich angreifend verhält. Die Zuschauer
Indem sie sehen, dass ein jeder in seiner Reihe bald Sieger ist, bald unterliegt, nehmen oftmals daraus Anlass, das Objekt des Streits selbst skeptisch zu bezweifeln, aber sie haben nicht Ursache dazu und es ist genug, ihnen zuzurufen, non defensoribus istis tempus eget. Ein jeder muss seine Sache vermittelst eines durch transzendentale Deduktion der Beweisgründe geführten rechtlichen Beweises, das heißt direkt führen, damit man sehe, was seine Vernunftansprüche für sich selbst anzuführen haben. Denn fußet sich sein Gegner auf subjektive Gründe, so ist er freilich leicht zu widerlegen. Aber ohne Vorteil für den Dogmatiker, der gemeiniglich ebenso den subjektiven Ursachen des Urteils anhängt und gleicher Gestalt von seinem Gegner in die Enge getrieben werden kann. Verfahren aber beide Teile bloß direkt, so werden sie entweder die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, den Titel ihrer Behauptung auszufinden, von selbst bemerken und sich zuletzt nur auf Verjähung berufen können, oder die Kritik wird den dogmatischen Schein leicht entdecken und die reine Vernunft nötigen, ihre zu hoch getriebenen Anmaßungen im spekulativen Gebrauche aufzugeben und sich innerhalb die Grenzen ihres eigentümlichen Bodens, nämlich praktischer Grundsätze, zurückzuziehen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich am Ende, wenn ich alles von Kant vorgelesen habe, dann nochmal rausfinden kann, was er eigentlich sagen wollte. Ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, zu erklären, was man eigentlich wissen kann, wie man beweisen kann und wie man eben nicht beweisen kann. Naja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, wenn ihr in Thüringen oder in Sachsen wohnt und diese Sendung rechtzeitig hört. Am Sonntag, 1. September 2024, sind Landtagswahlen. Die sind wirklich wichtig. Bitte geht wählen, bitte wählt etwas Demokratisches, bitte wählt keiner der populistischen, autokratischen Parteien. Wenn ihr wissen wollt, warum, hört den Erhaltungsblock. Und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.